Lieber Klaus Müller, ich darf dich ganz herzlich begrüßen hier in unserer Geschäftsstelle. Wir haben dich auf der letzten Mitgliederversammlung ehren können und ehren dürfen für 70 Jahre Sportfreunde Siegen. Dazu nochmal ganz herzlichen Glückwunsch und Danke. vielen Dank. Wie war das, als du die Einladung bekommen hast? Ja, es war also so, dass ich die Einladung bekommen habe und auch gemerkt habe, dass verschiedene meiner Mannschaft oder damaligen Mannschaftskollegen wohl keine Zeit hatten und sich abgemeldet hatten. Denke ich, da musst du also hingehen, denn kannst den Verein ja da nicht im Stich lassen. Und ich hatte als Antwort dann auf die Einladung geschrieben, dass es mir also eine Ehre ist, Mitglied dieses Vereins zu sein. Ein Verein, der also über lange, lange Jahre, mittlerweile sind es fast 120 Jahre, im Siegerland aktiv ist und wo also Olympiateilnehmer in der Leichtathletik, im Fußball und so weiter heraus hervorgegangen sind. Ein Verein, der im Siegerland, also wirklich im sportlichen Bereich, eine fast einmalige Stellung einnimmt, wenn auch viele Nachbarvereine da so immer wieder so kleine Stimmen abgeben, dann muss ich also ehrlich sagen, da kommt kein anderer Verein mit, was hier geleistet wurde in den zurückliegenden Jahren. Wenn ich das Fußball zum 100-jährigen Jubiläum, wenn ich das Buch nachschaue und sehe dann, wie viele Sportler in früheren Zeiten im Verein tätig waren. Ich sehe hier einen Dr. Hohmann, der also in der Fußballmannschaft aus dieser Zeit eine ganz große Rolle spielte. In den 20er, 30er Jahren war er ein Mann, ähnlich wie Herbert Schäfer nach dem Krieg. Und in dieser Mannschaft habe ich dann festgestellt, dass dort auch mein Onkel gespielt hat. Mein Onkel war also auch ein super Fußballer und war sehr gut befreundet mit Dr. Hohmann. Mein Vater war ebenfalls Fußballer beim FC Jahn. Und FC Jahn ist ja der Vorgänger von Sportfreunde Siegen. Ja, Klaus, ganz herzlichen Dank für diese einleitenden Worte. Du bist, ich glaube, das dürfen wir sagen, Jahrgang 1934. Du Richtig. wirst dieses Jahr 84, obwohl man dir das überhaupt nicht ansieht. Du hast dann natürlich die gesamte Kriegszeit miterlebt, die schwere Zeit. Und ein Stichwort ist sicherlich das Jahr 1944, welches für die Stadt Siegen zu einem einschneidenden Ereignis wurde. Wie hast du es damals erlebt? Ja, es war also so, dass ich mit einem Freund in der Siegener Unterstadt unterwegs war. Wir hatten jeder eine Sammelbüchse, die die Väter, also mein Vater und der Vater meines Freundes, von der Arbeitsstelle mitgebracht hatten, um für das sogenannte Winterhilfswerk zu sammeln. Wir befanden uns in Siegen unten auf der Bahnhofstraße vor dem damals dort stehenden Henner und haben dann mit Sammelbüchsen unsere Blümchen angeboten. Als die Blümchen alle verteilt waren, sind wir dann in die Wohnung meines Freundes gegangen, die ganz in der Nähe wohnten, hatten eine kleine Bäckerei, Konditorei. Und eben mit der Freude in Erwartung, dass es da was Leckeres zu essen gab, was dann auch der Fall war, dann wurde es so nach 1 Uhr, kamen immer wieder differierende Mitteilungen übers Radio, dass Luftverbände der Engländer auf Siegen unterwegs seien. Dann gab es aber immer wieder Entwarnung und zum guten Schluss akute Luftgefahr. Wir sind dann im allerletzten Moment noch in den Charlottenbunker gelaufen, wo wir dann abends nach 11 Uhr wieder rausgehen durften. Wir sind dann über den Siegener Häusling, wo ich ja auch wohne, zu Fuß nach Hause gegangen und sahen die ganze Stadt Siegen brennend liegen. Das war also ein schlimmer Anblick für uns. Als wir in die Nähe unserer Straße kamen, sah ich auch, dass ein Haus in unserer Straße am Brennen war.
Und mich packte natürlich eine furchtbare Angst, dass bei uns irgendwas sein könnte. Aber Gott sei Dank war das nicht der Fall. Es war übrigens auch der Tag, der Geburtstag meines Vaters, der also am 16.12.44 Geburtstag hatte. Und wir wollten eigentlich den Nachmittag schön zu Hause feiern, aber durch den Angriff und so weiter ist das dann alles leider nicht durchgegangen. Meine Geschwister waren verteilt in der ganzen Stadt Siegen, in verschiedenen Bunkern, und kamen dann, eine Schwester kam sogar erst am Tag drauf wieder nach Hause, und die waren in der Zwischenzeit natürlich in großer Sorge, was ist mit ihr, was ist mit ihnen. So habe ich das dann, diesen schweren Angriff erlebt. Ja, und als dann, Gott sei Dank, der Krieg 1945 endete, fingst du langsam an, dich mit deiner Familie in dieser zerstörten Stadt zurechtzufinden? Ja, es war also so, Siegen war ja dann zu 80% zerstört, aber 1947 hatte sich die Lage so langsam normalisiert und die Menschen versuchten wieder ein normales Leben zu führen. Das war ja auch gut so. Und wir gingen bereits 2 Monate nach Kriegsende, gingen wir dann wieder in die Schule. Es war ein großer Saal in einem Café, wo wir die ersten Schulstunden verlebten, wo ich dann auch Freunde kennenlernte. Und mit diesen Freunden versuchten wir natürlich dann auch die Freizeit etwas zu gestalten und kamen dabei dann auf Fußballspielen. Wir spielten dann im Siegen der Häusling, teilweise mit kleinen Papierbällen, weil kein Mensch hatte einen vernünftigen Leder- oder Gummiball. Mit welchen Schuhen oder Kleidung? Wie war die Kleidung damals? Ja, wir haben uns eben mit unseren normalen Kleidern, die Eltern sahen das gar nicht so gerne, bewegt. Und Schuhe haben wir uns selbst aus alten Autoreifen gebastelt. Und da war es also so, dass wir hatten uns also Autoreifen organisiert, wo der Fuß innen eingestellt wurde, das Maß wurde genommen und entsprechend wurde das Ganze ausgeschnitten. Unter das Futter, sage ich jetzt mal, wurden kleine Schlitze eingeschnitten, wo dann Riemchen befestigt wurden, damit diese Latschen auf Deutsch gesagt überhaupt am Fuß hielten. Ja, dann wurden die Zehen vorne eingekniffen und vorne mit der Spitze wurden dann diese Bällchen bewegt. Das war so der Anfang. Dann hörten wir aber, dass der Verein Sportfreunde Siegen Nachwuchs suchte. Und wir haben uns dann gemeinsam im Verein angemeldet und sind dort auch sehr gut und freundschaftlich aufgenommen worden. Wir spielten erst in der ersten Knabenmannschaft, eben aufgrund des jüngeren Alters. Ab wann, welche Altersklassen waren da zusammen? Erste Knabenmannschaft, was hieß das damals? 1947, das waren also Zwölfjährige. Zwölfjährige, ja. So, und dann wurden wir aber schnell, weil wir körperlich auch ganz gut, ganz gut in Form waren, kamen wir dann in die zweite Knabenmannschaft und danach ging es dann direkt weiter in die zweite Jugendmannschaft und danach in die erste Jugendmannschaft. Und wir hatten also damals einen sehr, sehr guten Trainer, das war ein Willi Alz und der Ewald Egert. Ewald Egert war auch ein guter Spieler aus unserer ersten Herrenmannschaft, der sich dann für das Training für die Jugend zur Verfügung stellte. Wir haben damals also sehr viel an Kopfballpendel gearbeitet, was ich heutzutage kaum noch sehe. In den Trainingsplätzen. Und ich sehe auch immer wieder, wenn sogar Bundesligaspieler keine vernünftigen Kopfbälle, das heißt die Bälle nach unten drücken können, speziell wenn sie vom Tor sind und versuchen sollten, den Ball nach unten ins Tor zu drücken, schieben sie den teilweise dann sehr hoch übers Tor. Ja, das war also so der Beginn. In der Jugend haben wir dann sehr schöne Sachen erlebt. Ich wurde dann zusammen mit meinen Freunden kamen wir über eine Auswahl 1952 wurden wir zu einer Reise nach England zusammengestellt. Begleiter war ein Polizeioberkommissar, Pfeiffer hieß er.
Er hatte ein Akkordeon mitgenommen und wir machten uns dann auf die Reise. Die Schiffsübersetzung dauerte damals noch fast 5 Stunden. Ja, das war ein schwerer Dampfer, bewegte sich. Viele hatten dann sofort Magenprobleme. Und in England wurden wir also ganz herzlich aufgenommen. Wir waren privat untergebracht, Eggs and Ham morgens zum Frühstück. Ja, und wir bewegten uns dann durch ganz England vom Norden bis an die Süd- und Westküste und auch an die West- und, und Ostküste bis runter zur Südküste. Toll. Einige Tage auch in London. Und das war also, wie gesagt, eine ganz hervorragende Sache. Als wir dann aus England zurückfuhren, hatten die Familien und auch wir echt einen ganz großen Abschiedsschmerz. Denn ihr habt auch Fußball gespielt dort. Wir hatten auch Fußball gespielt in den englischen Mannschaften. Man sagte mir damals in England zu der Zeit wurde ein sogenannter Kick and Rush in England gespielt. Ja. Ein Begriff, der auch heute noch bekannt ist. Damals gab es ja ganz tolle Außenstürmer in England. Und man hatte mir also gesagt, ich würde sehr gut in diese Systeme passen und ich sollte doch in England bleiben. Aber das war natürlich Illusion, ja, denn das war ja überhaupt nicht denkbar. Und gut, wir sind dann wieder zurück. Jeder hatte jetzt auf der Rückfahrt so ein bisschen, in Deutschland waren viele Sachen noch nicht so gut zu bekommen. Kaffee, Tee und so weiter. Hatten wir alle so etwas organisiert, teilweise das vorne in die Fußballschuhe gesteckt. Und trotzdem, als wir dann nachher nach Belgien kamen, uns dort im Zug befanden, kamen dann Kontrolleure, rissen die Türen nur auf, bemerkten einen ziemlichen Schweißgeruch und knallten die Türen natürlich sofort wieder zu. Weil das war ihnen also doch ein bisschen zu unangenehm. Aber die Hauptsache war, wir hatten unsere Mitbringsel hatten wir gut verstaut. Sehr schön. Zwei von unseren Kumpels hatten sich sogar oben ins Gepäcknetz gelegt. Ja. Übrigens war bei dieser Reise dann auch Paul Haase dabei. Paul Haase spielte damals in Cannes-Marienborn und er war etwas älter wie wir und er wurde aber dann bekam die Genehmigung, an dieser Reise teilzunehmen, obwohl er schon im Seniorenalter war. Mein Freund Manfred Bald, der mit dabei war, auch später ein Spieler unserer ersten Mannschaft hier in Siegen. Wir hatten uns sehr freundschaftlich mit Paul Haase verbunden während dieser Reise und hatten ihn versucht zu überreden, doch zu uns nach Siegen zu wechseln. Und er war aber dann immer so ein bisschen am Zaudern, ja, es passte ihm nicht so ganz, denn er hing ja auch, er hatte da seine Freunde und er sagte also noch nicht so endgültig zu. Aber nachdem wir dann wieder in Siegen waren und nochmal einige Worte mit ihm gesprochen hatten, wo auch andere sich natürlich eingeschaltet hatten, kam er dann zu uns. Und der Paul Haase war natürlich einer der besten Spieler, die unser Verein, meine ich, hier gehabt hat. Also ich habe ihn spielen sehen, war ja selbst mit in der Mannschaft, wo er spielte. Ja, das war also die Reise nach England. Und das war jetzt 1952. Jetzt kommen wir langsam zum Jahr 1954, als Deutschland Weltmeister wurde. Ja. Ja, ich hatte ja schon in einem kleinen Gespräch, hatte ich euch ja schon mal erzählt, in dieser Zeit schafften wir dann als Nachwuchsspieler, wir waren also fünf Spieler aus der Jugend, die damals dann in den Seniorbereich kamen, wurden wir so langsam in den Bereich der ersten Mannschaft mit eingebaut. Wir wurden sporadisch ausgewechselt, dann mal ein Abwehrspieler, dann mal ein Stürmer und so weiter und so weiter. Und um uns jetzt eben auch an das Spiel in der ersten Mannschaft oder in einer vorderen Mannschaft dann eben zu gewöhnen. Ich spielte also zusammen mit anderen Sportkollegen dann. Zu welchem Jahr, wann war das jetzt? Das war 1952. Wurde ich dann, nachdem ich also wie gesagt Siegerland-Auswahl, Westfalen-Auswahl, wurde ich zu einem Ausscheidungsspiel, oder nicht Ausscheidungsspiel, sondern zu einem Spiel
eingeladen, ein sogenanntes Repräsentationsspiel. Westdeutschland gegen Süddeutschland. Und Trainer dieser Mannschaft war Detmar Kramer. Und Detmar Kramer ist ja im deutschen Fußball ein Begriff. Der Professor. Ja. Der Fußballprofessor. Richtig. Er hat ja später dann auch Bayern München trainiert und so weiter und so weiter. War ein international bekannter Trainer. Ich wurde dann in dem Spiel, das war ein ziemlich harter, vereister Platz. Damals wurde ja auf allen Plätzen gespielt. Es wurde ja gar nicht gesagt, wie heutzutage, dass man die Plätze sperrt und so weiter. Es wurde einfach gespielt. Und ich fiel dann so unglücklich, nachdem ich einer meiner Gegenspieler etwas unterlaufen hatte, so unglücklich fiel ich auf den Kopf, dass ich mir so eine leichte Gehirnerschütterung zuzog. Ich wurde dann danach von Detmar Kramer nochmal eingeladen in eine Westfalen-Auswahl, um da nochmal zu spielen. Aber ich musste dann absagen und das war auch gerade so die Grenze, wo der Übergang aus dem Jugend- in den Seniorenbereich stattfand, also im Frühjahr 1953. Und konnte also da an weiteren Spielen dann eben nicht mehr teilnehmen. So, wir wurden dann, wie ich schon sagte, in die erste Mannschaft so langsam eingebaut. Und dann hatten wir 1953 war es auch, da spielten wir an einem Weihnachtstag gegen Borussia Dortmund in Siegen am Stadtplatz. Der Stadtplatz war ja unten auf der Eintracht. Richtig, ja. Das war ein Aschenplatz und da ist jetzt eine große Spedition, ich weiß im Moment den Namen nicht, die sich dort niedergelassen hat und den Platz eben erworben hat. Das war also unser Platz. Es war ein Aschenplatz, wo mit einer ganz schlechten Drainage. Der Platz stand teilweise unter Wasser und wir mussten vor den Spielen da noch mit Besen und was nicht alles mit Rechen versuchen, den Platz von Wasser zu befreien und auch wieder vernünftig zu gestalten. Die Abgrenzungen mussten nochmal gemacht werden. Das machte aber, wir hatten damals auch schon einen Platzwart, der das natürlich weitgehend auch übernommen hat. Aber wir haben auch geholfen dabei. Und ja, in diesem Spiel gegen den BVB mit ganz bekannten Namen wie Schanko, Kuzora und so weiter und so weiter, Fußballbegriffe sind das praktisch. Also wir hatten da auch eine riesigen Publikumszulauf, war ja klar, ich meine, in der damaligen Zeit war natürlich das Angebot, was man heutzutage hat, durch Fernsehen, durch irgendwelche Veranstaltungen und so weiter, das war nicht so da. Deshalb, das hat natürlich auch eine große Rolle auf die Zuschauerzahlen ausgemacht. Fußball war natürlich das, genau. Der Freizeitsport überhaupt. Richtig. Zu der Zeit. Genau. Und deshalb kamen dann natürlich auch sehr viele Zuschauer. Ich wurde also leider in diesem Spiel ebenfalls mal wieder verletzt, auch am Kopf. Ich habe hier oben noch eine ziemlich, kann man aber jetzt nicht mehr sehen, weil die Ärzte das ganz toll versorgt haben. War also auch gestürzt, nachdem ein Gegenspieler, ein Dortmunder Spieler, mir mit dem Kopf nach hinten schlagen. Den Mann hatte ich also gut im Griff, den Außenstürmer. Und der ärgerte sich wohl ein bisschen, dass er nicht zur Geltung kam. Denn die wollten ja alle auch zeigen, dass sie Anspruch auf einen Platz in der Mannschaft hatten. Wurde dann, wie gesagt, im damaligen Lazarett-Krankenhaus, das ist oben am Fischbacher Berg. Das alte Jungstilling-Krankenhaus. Das alte Jungstilling-Krankenhaus, da wurde das genäht. Und ja gut, das war jetzt mein Spiel. Eins meiner ersten Spiele dann in der ersten Mannschaft am Siegener Stadtplatz. Am Stadtplatz haben wir dann viele Sachen erlebt, dass wir also mit Gegnern Probleme hatten, die jetzt sehr hart einstiegen. Das Publikum war dann sehr in Rage gebracht und es war dann zu den Umkleideräumen war dann ein Hexenkessel manchmal, weil unsere Zuschauer natürlich versuchten, dem Gegner ganz schön da an die Wäsche zu gehen. Ja. Wir sind jetzt im Jahr 1953 angekommen. Ja. Du machst eigentlich dein erstes Jahr im Seniorenbereich. Genau.
Es war also außer mir Manny Bald, Albert Kleskes, Heinz Kirsch, Horst Olberg, alle Spieler, die jetzt auch im Jugendbereich in unserer Jugend gespielt hatten. Und also alles Hugo Fichtig, das ist ein Bruder von Herbert Fichtig, der später Standard-Abwehrspieler auch in der ersten Mannschaft war, aber in der Jugend, die erst in den 58er Jahren zu uns überwechselten. Also ein Bruder von dem späteren Herbert Fichtig. So. Welche Rivalen gab es so direkt in direkter Konkurrenz hier im Stadtgebiet oder im Siegerland? Im Siegerland gab es eigentlich kaum Wettbewerb. Es war immer zu spielen gegen Klarfeld-Geisweid und gegen Niederschelden. Das waren also meist Duelle, die sehr hart waren und wo es teilweise ganz schön auf die Beine zur Sache ging. Genau. Es war ja damals so, dass wir nur mit 11 Leuten spielen durften. Wir haben also ein Spiel gehabt, wo wir nur noch mit 8 Leuten gespielt haben. Und zwar wurde der Herbert Schäfer verletzt. Ein Spieler von uns wurde ausgestellt und dann noch eine weitere Verletzung. Ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, aber wir hatten auf jeden Fall nachher nur noch 8 Spieler. Wir konnten keinen Spieler einwechseln. Ja. Das Einwechseln von Spielern wurde ja erst zu einer späteren Zeit dann per Verordnung letztendlich regelmäßig zugelassen. Genau, nach neuen Regelstatuten wurde das dann genehmigt. Und wo ja auch wie in der jetzigen Zeit zur Mannschaft immer etliche Spieler noch dazugehören, die dann auch, es kann ja mal ein Spieler eine schwache Form haben oder mit einem Gegenspieler nicht so gut klarkommen, dann kann man jetzt einen Mann austauschen, um einen neuen Leistungsstärkeren einzubringen. Genau. Oder einen Mann, dem dieser Gegenspieler besser liegen würde. Das war also damals alles nicht möglich. So. Ja, es ging dann so in den Jahren weiter. Wir spielten in der höchsten Klasse der Amateurliga. Das entspricht ungefähr jetzt der dritten Liga im Quadratspielerbereich. Ja. Ja, alles andere war dann eben weiter unten. Und wir spielten also bis rauf in den Ruhrpott, bis Münster und so weiter und so weiter. Wir mussten also zu diesen Spielen mit einem Omnibus jeweils reisen. Und der Bus fuhr dann, Autobahn war noch nicht da, der brauchte also gut 2,5 bis 3 Stunden, bis der mal so oben im Ruhrpott war. Und der Verein hatte meist dann oben ein Mittagessen bestellt, dass wir irgendwo einkehren konnten, um wenigstens da was zu essen. Und dann ging es weiter, die kleine letzte Etappe zum gegnerischen Verein. Ja, und ich wurde dann in einem dieser Spiele gegen Hombruch 09 war das. Nein, Entschuldigung, es war nicht Hombruch 09, es war ein Bochumer Verein war es. Da spielten wir in Bochum auf wirklich knochenhartem Platz. Und gegen die Mannschaft hatten wir in Siegen etwas Ärger. Das war auch die Mannschaft, wo ich vorhin von sprach, wo wir zum Schluss nur noch 8 Leute hatten. Ein Zeichen dafür, dass es da ziemlich rund ging. So, und mein Gegenspieler, wo ich also in Siegen ein wirklich gutes, wir haben uns beide gut verständigt, wir hatten überhaupt keine Probleme, der kam also schon zu Beginn des Spiels auf mich zu, ich hatte also keine Chance auszuweichen und ratschte mir mit der Sohle seines Fußballschuhs über die Kniescheibe. Die Kniescheibe, die lag frei. Und ich kam dann mit Notarzt ins sogenannte, in Bochum, dieser bekannte Bergmannsheil, das bekannte Bergmannsheil-Klinik. Und da haben die dann 4 Stunden an mir rumgezaubert, ja, um die Kniescheibe wieder vernünftig einzubetten und das Ganze zu nähen. Und die Kumpels haben natürlich dann auf mich warten müssen, hatten einen kleinen Imbiss genommen in der Zwischenzeit, das war mir dann alles entgangen. Und auf der Rückreise habe ich dann hinten mit beschienenem Bein auf der Rückbank gesessen.
Und wir kamen also nachts gegen 2 Uhr kamen wir erst nach Hause, weil auf der Rückfahrt auch im Sauerland teilweise unwahrscheinlich die Straßen vereist waren. Und zwischendurch musste sogar ein kleiner Stopp eingelegt werden, weil ein Streudienst angemeldet war, der aber zu dem Zeitpunkt noch nicht da war. Meine Kumpels gingen alle in die Gaststätte und ich saß dann alleine hinten im Bus. Schreckverband. Genau. Aber am anderen Morgen, ich hatte also die Schlüssel zur Firma, war ich um 7 Uhr in der Firma und habe die Türen geöffnet. Ja. Was hast du beruflich gemacht, wenn ich dazwischen das war? Ich war also kaufmännisch tätig im Heizungs- und Sanitärbereich. Mhm. Und das war also eine Aufgabe, die mir auch, weil der Firmeninhaber war, Ende der 50er Jahre gestorben. Und da übertrug man mir schon die Hauptlast der Firmenführung dort. Und das war für mich natürlich neben dem Fußball auch eine starke Belastung. Was ich vielleicht vorher noch vergessen habe, ich wurde in der Zwischenzeit, in der Jugendzeit, wurde ich einmal kommissarisch als Jugendgeschäftsführer festgelegt, will ich jetzt fast sagen, also gewählt. Weil der direkte Geschäftsführer, der bei der offiziellen Jahreshauptversammlung gewählt worden war, der hatte wohl irgendwie die Sachen nicht so einwandfrei gemacht und der wurde dann aus von seinem Posten entbunden und man brauchte ja jemand. Dann kam, also wir mussten damals ja beruflich noch auch samstags arbeiten. 48 ja. Stunden. Also 50 Stunden war meine normale Arbeitszeit. Dazu kam jetzt noch diese Jugendgeschäftsführung. Dann bin ich mittags im Büro sitzen geblieben und habe dann zwischendurch die Einladungen geschrieben und, ja. Aber wie gesagt, das hat man ja alles gerne gemacht, denn es war ja im Interesse unseres Vereines dann auch. Ja, aber jetzt nochmal auf das Jahr 1954 zurückzukommen. Ja. Deutschland wurde Weltmeister und ja. Wir hatten als Verein Sportfreunde Siegen ja auch ein Stammlokal. Ja. Und da habt ihr zusammen auch das Endspiel gesehen. Richtig. Wir haben uns als Freunde haben wir uns dann in unserem Vereinslokal getroffen und die Familie Meier hatte Sitzreihen in unserem eigentlichen Versammlungsraum gestellt, dass alle Platz fanden. Da waren also bestimmt 50 Leute, viele, die standen und. Jeder war ja interessiert, wie spielt Deutschland jetzt im Endspiel gegen Ungarn. Und es war also da eine Höllenstimmung auch. Und kann sich jeder vorstellen, als das Siegestor fiel, da sind wir uns gegenseitig in die Arme gefallen. War also auch ein schöner Moment im Gasthof Meier. Gasthof Meier war übrigens unser Vereinslokal, wo wir uns nach den Spielen oder auch nach dem Training jeweils trafen. Nach den Spielen natürlich, wenn wir Heimspiele hatten nur. Und da gab es meist eine kleine Kost. Das bereitete dann die ältere Frau Meier zu. Meist gab es einen schönen Regulasch, weil der Herr Meier, das war ein Jäger und der hatte also die Tiere selbst geschossen und brachte die dann mit, und damit sie eben im Lokal verköstigt wurden. Ja, also und dann kam ja dann unsere Fußballmeisterschaft unseres Vereins. Die deutsche Amateurmeisterschaft. Du warst der Spieler der 1955er Amateurmeistermannschaft. Ja, ich gehörte also zum Kreis der Mannschaft. Ich war nicht in der Endrunde dabei, das muss ich dabei sagen. Das ergab sich aber auch, weil ich war mit meinem Vater und Bruder für fast 5 Wochen in Spanien. Das hatte sich aus familiären Gründen ergeben, weil meine Mutter starb schon 1950. Und mein Bruder, der halbweise war, wurde über die Schule in einen Kindertransport nach Spanien verschickt. Das heißt, er hatte die nicht verschickt, sondern er hatte die Möglichkeit, in einer Familie in Spanien zu leben. Und das war eine ganz tolle Familie. Die Familie hatte selbst eine große Kinderzahl, nahm aber als Hilfe für Deutschland
meinen Bruder auf und er blieb dann zuerst ein ganzes Jahr in Spanien. Es war eine sehr reiche Familie, die also in Sevilla mehrere tolle Häuser hatte, hatte ein großes Geschäft. Und in dem Jahr, das war also 1951 schon, wo mein Bruder also dieses ganze Jahr nach Spanien ging. Dann bekamen wir aber eine Einladung, dass mein Vater und ich mit ihm zusammen dann auch noch mal in die Familie, sie wollten uns gerne kennenlernen, weil mein Bruder nun eben auch von uns geschwärmt hatte. Und aufgrund dieser Einladung bin ich dann per PKW diese ganze Strecke dann, es gab nur bis Basel gab es eine Autobahn, alles andere waren schmale Landstraßen, die Grenzübergänge, da standen noch Zöllner, die Balken hochmachten, wenn man per Ausweis, man musste noch ein Visum, mein Vater ist extra noch nach Hamburg. Aber das war ja ein Abenteuer, oder? Das war ein Abenteuer. Da lagen noch Bäume quer über die Straße. Und als wir in Barcelona, man hatte für uns Hotelzimmer bestellt, also von Siegen bis Barcelona bin ich ohne Unterbrechung gefahren. Ja, mit einem Auto, was ja auch so in der damaligen Zeit entsprach. So, und als wir dann an die Rezeption kamen, sollte mein Bruder uns auf Spanisch anmelden. Er sprach ja perfekt Spanisch. So, und dann lachte der Herr dort an der Rezeption und sprach uns auf Deutsch an. Er sagte, das hätte er auch noch nicht erlebt, dass ein so junger Bursche perfekt Andalusisch sprechen würde. Ja. Übrigens, mein Bruder hat dann später auch, nach mir noch, weil er ja jünger war, auch noch in der ersten Mannschaft hier bei uns im Verein gespielt, Peter Müller. Und er gehörte zu einer Mannschaft, die also 1958 hier in Siegen auf unserem alten Stadtplatz vor über 8000 Zuschauern auch gegen Schalke 04 leider 1:0 im westdeutschen Pokalwettbewerb verloren hatte. Ja. Ja, 1955 nochmal. Ja, die Mannschaft wurde deutscher Amateurmeister. Unsere Mannschaft wurde dann deutscher Amateurmeister. Ich sehe hier oben das Bild an der Wand. Das sind also alles meine Sportkameraden, wo ich auch mit zusammen vorher gespielt hatte und danach noch lange Zeit. Immer wieder nochmal ergänzt durch Spieler, die dabei kamen. Bis vorne in die 60er Jahre, jeweils mit dieser Mannschaft, immer wieder ergänzt durch neue Leute. Wir wurden aber dann, wenn ich das vielleicht sagen darf, aufgrund unserer Erfolge jetzt in diesen Meisterschaften, wir wurden ja immer wieder Südwestfalenmeister und nahmen dann auch an Spielen um die Endrunde der Westdeutschen Fußballmeisterschaft teil, wurden wir mehr oder weniger dazu gezwungen, dass Siegen einen Rasenplatz bekam. Und weil alle Vereine, wo wir spielten, hatten einen Rasenplatz. Und aufgrund unseres Drängens, also unseres Vereins Sportfreunde Siegen an die Stadt Siegen, wurde dann endlich das Stadion gebaut. Dadurch hatten wir dann hier einen Rasenplatz. Die Einweihung des Platzes wird, das Spiel habe ich dann auch mitgemacht, wir spielen gegen, ursprünglich war vorgesehen, das Spiel gegen Borussia Dortmund durchzuführen. Aber der Verband hat das leider nicht genehmigt, weil wir ein Meisterschaftsspiel durchzuführen hatten. Man war nicht bereit, das Spiel zu verlegen. Deshalb mussten wir dann gegen Hombruch 09 spielen. Das war wann? Wann war die Stadioneröffnung? 1957 war das. 1957. Ja. So, das Stadion war brechend voll Menschen. In der Presse stand, dass dort nur 12.000 Zuschauer waren. Das war aber mit Sicherheit nicht der Fall, denn das Stadion, das war wirklich so voll, habe ich das noch nie gesehen. Das lag aber daran, dass mit der Eröffnung des Stadions war ein Festakt verbunden und alle Siegerner oder Siegerländervereine sollten dann zur Eröffnung des Stadions irgendwelche Gruppen abstellen, Tennisvereine, Turnvereine und, Musikmannszüge, alles marschierte dann ein und das waren natürlich später dann alles auch Zuschauer. Ja. Und dadurch schätze ich also bestimmt, dass bei diesem Spiel 20.000 Menschen da waren. Das sieht man auch an den Bildern, die wo die Ränge zu sehen sind, das kann man da eindeutig erkennen.
Eine Tribüne hatten wir damals noch nicht. Die wurde also später erst gebaut. Aber das war ja dann ein tolles Erlebnis. Ich denke, da denkst du jedes Mal noch dran, wenn du hier am Stadion vorbeikommst oder im Stadion bist. Auf jeden Fall. Also ich habe gespielt einmal in der Jugendmannschaft bis 1952 und dann bis 66 etwa im Bereich der ersten Mannschaft, also bis 64 will ich jetzt mal sagen. Also noch 12 Jahre dann im Seniorbereich. Im Seniorbereich. Und danach haben wir dann noch eine alte Herrenmannschaft wieder gebildet. Die mussten wir leider bilden, weil viele Spieler, die jetzt durch den Abstieg aus der zweiten Bundesliga 1964, die dann wieder von Siegen direkt weggingen. Das waren keine Spieler, die jetzt von Gott weiß woher kamen, sondern viele hier aus dem Siegerland, die aber dann wieder zurück in ihre Heimatvereine gingen, wie zum Beispiel Albert Kühn, Gerhard Neuser. Gerhard Neuser blieb zwar auch noch etwas länger, ging aber ja auch zwischendurch dann nach Schalke 04, war bei Schalke ja einer der Besten, die die dort hatten. Also wie gesagt, das waren alles meine Mannschaftskameraden. Und ja, ich wurde dann, als wir in diese Gruppe, also als wir dann in die zweite Division hieß das damals, das war, früher gab es, bis die Bundesliga gegründet wurde, gab es eine süddeutsche, eine westdeutsche und eine norddeutsche erste und zweite Division. Und dann gab es noch die Gruppe in Berlin. Ja, Berlin war ja in der Zeit Besatzungszone und wir konnten deshalb nicht an den Gruppen hier im Westen teilnehmen und der Osten hatte dann eben getrennte Fußballvereinigungen. Da hörte Herbert Schäfer, trat dann vom aktiven Sport zurück und wurde unser Trainer. Bei der Gelegenheit wurde dann ein neuer Spielführer gebraucht. Und es war also nicht so, wie das oft gemacht wird, dass der Spielführer vom Trainer oder von irgendwie vorgesetzten Stellen festgelegt wurde, sondern die Mannschaft sollte den Spielführer wählen. Und das war für mich dann also auch eine ganz besondere Freude und Ehre, will ich jetzt mal sagen, dass meine Sportkollegen mich gewählt hatten als Spielführer für diese Mannschaft. Zur Wahl stand damals auch Paul Haase, Werner Steffe, Heinz Kirsch. Ja, das waren also alles Spieler, die auch in der deutschen Meistermannschaft, wie am Bild zu sehen, mitgespielt hatten und wo ich ja eigentlich auch zugehört. Und es war dann also eben mein Job nun, Spielführer dort für die Mannschaft zu erfüllen. Es war also nicht so, wie das heutzutage vielleicht ist, dass der Spielführer jetzt teilweise auch mit in das Spielerische mit einbezogen wurde, sondern hier ging es mehr darum, die Mannschaft zu formen, ja, Freundschaft zu... Teambildung, würde man heute sagen. Genau, ja. Teambildung zu vollziehen. Und das habe ich dann auch, meine ich, gut gemacht. Und wir haben also immer ein gutes freundschaftliches Verhältnis in den Mannschaften gehabt. Und bei den weiten Fahrten, die wir früher gemacht haben, mit den Bussen, da haben wir also immer eine so tolle Stimmung im Bus gehabt. Wir haben gemeinsam gesungen. Damals wurden ja noch mehr Wanderlieder und alle möglichen Lieder gesungen. Und oder es wurde Karten gespielt, Skat und so weiter und so weiter. Also damit eben die langweiligen langen Fahrten auch so ein bisschen aufgelockert waren. Als ich dann Spielführer war, habe ich dann unter anderem einmal erlebt, dass wir hatten also Training im Stadion, es war ein unheimlich heißer Tag und wir schwitzten also wirklich nach dem Beginn des Trainings Kopfballpendel schon gemacht und so weiter und so weiter. Und da kam eine Abordnung der Siegerlandhalle. Und da war eine Veranstaltung von Lou van Burg. Das war damals so ein bekannter Mann wie Kuhlenkampf. Ich weiß nicht, ob der Name Kuhlenkampf noch ein Begriff Wir ist. Schon noch. Ja. Und die also so Sendungen fürs Fernsehen und für
größere Veranstaltungen dann eben durchführten. Und damals war das eine Sendung, die hieß Der Goldene Schuss. Und man hatte also da in der Siegerlandhalle, waren wohl scheinbar Kandidaten abgesprungen. Und es wurde gefragt, könnt ihr nicht, ihr seid ja nun auch Sportler, es geht also um Sportfragen, könnt ihr nicht ein paar Leute schicken, die da helfen? Wollte natürlich keiner. Und wir waren ja alle schweißgebadet, ja. So, ich bin dann, gut, mir blieb keine andere Wahl, wie mit meinem Mannschaftskollegen Gerd Jost Arndt, wir schnell unter die Dusche, nochmal nach Hause umgezogen und haben uns dann da zur Verfügung gestellt, ja, um eben die Quizfragen dort zu beantworten. Aber wir waren dann verhältnismäßig schnell ausgeschieden, weil wir waren ja gar nicht vorbereitet, ja. Da wurden also Fragen gestellt, nennen wir mal die Mannschaftsaufstellung der brasilianischen Mannschaft 1932. So ein Quatsch, auf Deutsch gesagt, das kann doch kein Mensch wissen, ja. Jedenfalls so, nicht ohne Vorbereitung. Richtig, ja. Und wir hatten also einen, das war Müllers Meister, der arbeitet bei der Firma Grab, Ford Grab. Und er war also auf allen Plätzen auch zu Hause. Der hatte sich natürlich bestens vorbereitet. Der wurde nachher dann auch Sieger dieser Runde, weil der rasselte das alles so runter und hat das dann problemlos geschafft. Aber wie gesagt, Gerd Jostan und ich, wir scheiterten. Ja. In welchem Jahr sind wir jetzt? Wir sind, ja, ich spreche so zwischendurch. Also das ist ja alles so in diesem großen Zeitraum gewesen. Ja, ich habe dann weitere Aufgaben, waren dann des Spielführers auch für, genau wie du das ja machst, für Weihnachtsfeiern Geld zu organisieren oder dies oder jenes zu machen. Ich bin dann auch in Siegen rumgelaufen, wo ich selbst wenig Zeit hatte, eben durch meine starke Beschäftigung in der Firma. Und habe bei Geschäftsleuten um Geld förmlich gebettelt, ja. Aber es war sehr schwer, du weißt es ja selbst. Ja. Und viel kam da nicht zusammen und es wurde natürlich dann auch vom Verein dann entsprechende Unterstützung gegeben, dass wir auch wenigstens schöne gemeinsame Weihnachtsfeiern machen konnten und so weiter. Das war also, wie gesagt, auch eine Aufgabe, die ich jetzt dann übernommen hatte, um zu versuchen, da etwas zu erreichen. Leider, ja, vielleicht noch ganz kurz, dass wir in der Zwischenzeit hatten wir dann, also nachdem wir jetzt fast, ich will jetzt nicht übertreiben, aber Profis waren, wir haben ja auch etwas. Wie oft habt ihr trainiert? Wir haben viermal dann trainiert. Viermal ja, plus spielen. Und ich kann mich erinnern, nachdem wir mal wieder ein paar Runden gedreht hatten und kurz einen kleinen Treff hatten dann, mit den Spielern, also um wieder was Neues zu vereinbaren als Übung, dass Werner Stäfer sagte, er sprach also sehr viel Siegener Blatt. Er sagte dann, ja, ihr Junge, wenn ich auch hier so A sehe, wir haben bald all keinen Arsch mehr in der Botze. Das war so seine Aussage, ja. Und so war es auch wirklich. Und wir hatten, also nachdem wir dann diesen Aufstieg geschafft hatten, auch von im Anfang wirklich hervorragend Erfolg. Wir lagen also immer ganz vorne in der Tabelle mit drin, bis dann nachher doch dann körperlich so ein bisschen Abfall kam, weil eben durch die mehr Training und so weiter das. Und deswegen hattet ihr keinen Arsch in der Botze. Wegen dem schweren Training, oder? Wegen dem harten Training, genau. Und das Spiel dann auch noch dabei. Ja. Ja. Und das kostete dann schon ganz schön, es war eine Umstellung. Vorher haben wir mit zweimal in der Woche trainiert und dann eben danach viermal. Ja, und dann haben wir aber auch in dieser Zeit, um die Mannschaft wieder kameradschaftlich zusammenzuhalten und auch um kleine Trainingseinheiten durchzuführen, haben wir dann in einem Jahr sind wir in Oberstdorf gewesen, im Allgäu, eine Woche. Dann sind wir am Bördersee gewesen, auch eine Woche. Mit Training und dann mit Wanderungen in der Umgebung. Bergtouren haben wir gemacht. Und einmal waren wir auch eine Woche in Holland und haben dann dort am Meer uns aufgehalten und natürlich eben auch Training. Und dann haben wir einmal, nachdem wir hatten ein Hotel, da musste man also förmlich, wir haben immer gesagt,
alle einseilen, ja, weil das, wie unsere Zimmer lagen ganz oben im obersten Stock. Das war irgendein Ausländer, der das Hotel dort führte. Aber wir waren ganz gut untergebracht, hat schon hingehauen. Aber in Amsterdam, da haben wir uns dann abends, da standen ja jede Menge Fahrräder, ja. Da haben wir uns dann von den Fahrrädern mal ein paar genommen. Ein paar ausgeliehen, ja. Ausgeliehen und sind ein bisschen Rad gefahren. Ja, haben die natürlich nahe ordnungsgemäß dahingestellt, das war ganz klar. Du bist ja eigentlich auch nach deiner Karriere, wann war die so fußballerisch zu Ende, in welchem Jahr? Das war 1964, 65. Ich hatte also noch einen Vertrag bis 64. Aber ich konnte dann später teilweise nicht mehr so intensiv am Training teilnehmen, weil in der Firma, wo mein Chef ja verstorben war, ja, wo ich also auch dringend gebraucht wurde und sehr lange abends tätig war, wenn meine Kumpels, auf Deutsch gesagt, sich abends gemeinsam an der Tankstelle Grab trafen, dann saß ich noch am Schreibtisch, um zu sehen, dass ich meine Arbeit geschafft habe. Und das war also eine sehr starke Belastung. Wir hatten damals eine Werksvertretung der Firma, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, der Firma Fissmann. Und dort wurde ich dann auch noch zu Werksschulungen eingeladen, die wir als Werksvertretung in Siegen einhalten mussten. Und all diese Termine musste ich natürlich dann auch noch mit übernehmen. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass ich nicht mehr so intensiv ins Training, am Training teilnehmen konnte. Ich war aber nach wie vor dann Mitglied der Mannschaft. Mitglied der Mannschaft, aber du warst ja oder bist es ja bis heute auch dem Verein sehr, sehr eng verbunden gewesen, auch mit weiteren Funktionen. Es war natürlich danach so, dass wir zusammen mit Horst Heinbach, das war ein Spieler, der also in früheren Jahren auch in der ersten Mannschaft gespielt hatte, auf dem Siegener Stadtplatz noch, haben wir dann eine Altherrenmannschaft gegründet. Ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Es waren viele Spieler aus unseren Mannschaften, waren dann wieder zurück zu ihren Stammvereinen gegangen und es war kein richtiger Bestand mehr da. Dann sind wir fast rumgefahren und haben Spieler, die früher in der dritten Mannschaft, in der zweiten oder auch in der ersten gespielt haben, ob wir wieder eine Mannschaft bilden wollten. Und das haben wir dann auch geschafft und wir hatten nachher eine wunderbare alte Herrenmannschaft wieder, wo ich dann bis in die 80er dann eben auch noch Fußball gespielt habe. Super. Und das war auch eine sehr schöne Zeit. Wir haben Reisen auch gemacht, an Turnieren teilgenommen und haben auch viele Turniere gewonnen, will ich jetzt mal sagen. Auch gegen Mannschaften, die regional dann gut eigentlich bekannt waren und das war also auch nochmal eine schöne Sache. Eine Frage haben wir noch bis jetzt gar nicht beantwortet. Welche Position hast du gespielt? Ich habe Verteidiger. Rechter Verteidiger habe ich eben, linker? Linker Verteidiger, ja. Ja, aber nach deiner aktiven Zeit heute bist du immer noch im Ältestenrat der Sportfreunde Siegen aktiv? Ja, ich bin im Ältestenrat der Sportfreunde Siegen aktiv und Vorsitzender dieses Ältestenrates war bis vor 2 Jahren Rudi Brachthäuser. Und Rudi Brachthäuser war ein Mann, den man also wirklich von Seiten des Vereins Sportfreunde Siegen auch hoch in Ehren halten muss. Er hat also in den Jahren, wo wir als Mannschaftsspieler also im Seniorenbereich immer tätig war, im Spielausschuss, im Vorstand und so weiter und so weiter. Auch später hat er sich sehr für den Verein bemüht und er war ja dann nachher auch Vorsitzender unseres Ehrenrates. Und er ist vor 2 Jahren als 96-Jähriger gestorben. Er war früher auch ein sehr guter Fußballer, das weiß ich eben daher. Mein Onkel, der ja auch in der ersten Mannschaft in der Vorkriegszeit gespielt hatte, mit Herrn Dr. Homer noch zusammen, der hat Rudi Brachthäuser trainiert. Und Rudi Brachthäuser hat mir mal gesagt, ich habe sehr, sehr viel von deinem
von deinem Onkel gelernt. Ja, der war also auch ein sehr guter Fußballer und hat dann, wie gesagt, in der Vorkriegszeit in einer Mannschaft der Sportfreunde Siegen auch gespielt. Damals natürlich noch FC Jahn. Und später kam ja dann die Verbindung mit BC Siegen. BC Siegen, ja. Also FC Jahn und BC Siegen bildeten dann eben die Sportfreunde Siegen. Was kannst du heute Jugendlichen in dem Verein wünschen oder welchen Ratschlag würdest du denen geben, ob Jungen oder Mädchen, auch unsere Senioren? Je länger man im Verein war, war das für uns was sehr Wertvolles. Ja? Und ich habe auch in schweren Zeiten nie daran gedacht, mich im Verein Sport von der Seen abzumelden. Und es wäre schön, wenn das nochmal so werden könnte, wie das mal war, dass die Fußballer, die jetzt hier bei uns auch spielen, dass die mal etwas mehr Treue zum Verein zeigen. Nicht, dass sie, wenn sie mal ein klein wenig Erfolg haben und von anderen Vereinen weggelockt werden, dass sie sagen, nein, der Verein Sport von Siegen bedeutet für mich auch was. Und es wäre schön, wenn die Jungs dann zusammenhielten und zusammenblieben. Dann kann mit Sicherheit auch Erfolg kommen. So würde ich persönlich das sehen. Ja, möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Wünsche dir für die Zukunft wirklich im Namen der ganzen Sportfreunde Siegen, Vorstand und Anhängerschaft alles Gute und du bist ein tolles Vorbild für viele, viele Menschen hier. Es freut mich, das von dir zu hören, aber so schlimm ist es nicht. Ich bemühe mich, immer ein anständiger und guter Mensch zu sein. Mehr kann man nicht tun.